Hi Leute, ich habe heute mein iPhone 4 bekommen. Habe ich mir gerade aus dem Tivoli-Laden abgeholt. 32 GB Version. So, packen wir das mal aus. Hat endlich mal ein anderes Design. Nicht immer nur diese normalen Schachteln oben drauf, sondern auch mal von der Seite. Machen wir mal auf. Und da strahlt es schon an, das iPhone 4. Noch frisch verpackt. Nehmen wir das mal raus. Packen wir das mal kurz zur Seite. Kommen wir mal, hier ist die obligatorische Schale. Hier wieder in Kalifornien. Machen wir das mal auf. Und es ist ein SIM-Karten-Tool drin. Ich habe andere Videos gesehen, da war es nicht drin. So. Haben wir hier die Kurzübersichten, wie so ein iPhone 4 zu bedienen ist. Naja, ich glaube, das erklärt sich von selber. Andere Sprachen. Wichtige Produktinformationen, wie man Apple Repair und so weiter. Braucht kein Mensch. Und natürlich die Apple Sticker. Packen wir das auch schon wieder weg. So, was noch drin? Wir haben noch das Kabel, das neue jetzt. Den Apple Adapter, der ist jetzt richtig schmal geworden. Kann man jetzt auch mal so eben in die Hosentasche stecken und mit sich rumschleppen. Und natürlich die neuen Kopfhörer. So, das iPhone 4 sieht genauso aus wie das 3GS. Ich kann das ja mal zum Vergleich ranholen. Haben wir die beiden. Homebutton ist gleich geblieben natürlich. Hier ist jetzt natürlich eine Schutzhülle drum. Mache ich mal eben ab, dann kann man das im Vergleich besser sehen. So, hier, das ist ein Stückchen breiter. Der silberne Rahmen ist weggefallen zur Seite. Hier, der einzige Unterschied ist hier eben die Frontkamera. Da nicht. Hier da. Frontkamera. So, dieser Rahmen ist zur Seite gefallen. Hier auf der rechten Seite. Beim 3GS ist das leer. Hier ist die Micro-SIM. Die ist zur Seite gerutscht. Von oben haben wir den Home-Button. Die SIM-Karte ist hier beim 3GS und beim iPhone 4 an der Seite. Hier ist der Sperr-Lock-Button. Dann ist da noch ein Mikrofon zum Noise-Canceling, zum Umgebungsgeräusche machen. Dann der Kopfhörereingang, hier von der Seite. Haben wir dann den Laut- und also den Mute-Knopf. Und die Wippe hier beim iPhone 3GS für lauter und leiser ist hier in zwei einzelnen Knöpfe verteilt. Von unten haben wir hier, wie gesagt, Lautsprecher, Mikrofon. Dockanschluss bei beiden gleich, nur die Schrauben sehen hier noch ein bisschen schöner aus. Ja, dann werde ich das jetzt mal mit iTunes verbinden und bis bald.